Gunnar Fehlau, ich bezeichne Sie als den Fahrradpapst und ich glaube, das ist nicht übertrieben und ich glaube auch, dass Sie eigentlich jede Schraube eines jeden Fahrrads mit Vornamen kennen. Woher hat man ein solches Wissen? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist am Ende Passion. Also ich bin immer wieder jedes Jahr von Neuem fasziniert, was Neues beim Fahrrad kommt und dass es einfach immer besser wird und immer mehr Spaß macht und ich will mich da noch immer in die Details reinfuchsen und was einmal drin ist, scheine ich beim Fahrrad nicht so schnell zu vergessen, anders als bei französischen Vokabeln. Sie sind ja berühmt für Ihre Vorausschau, Ihre Ausblicke. Was ist Ihrer Meinung nach das Highlight im nächsten Jahr? Nein, so einfach kann man es nicht sagen, weil es letzten Endes ganz verschiedene Arten gibt, Fahrrad zu benutzen. Was ich sehr spannend finde, ist im Alltag diese weiter durchgehende Elektrifizierung. Was ich sagen würde, ist, das Faltrad kommt und das Kompaktrad kommt in allen Aggregatzuständen wieder, was ich auch super finde. Beim Mountainbike und Rennrad werden die Reifen breiter, was für die meisten Leute eigentlich auch nur Vorteile bringt. Und dass es da immer mehr Auswahl gibt, das finde ich sehr, sehr gut. Insofern, das sind so im Groben die beiden Themen, wo ich sagen würde, das ist sehr, sehr erfreulich. Können wir mal noch weiter vorausschauen? Gibt es beim Fahrrad vielleicht eine ähnliche Entwicklung wie beim Auto, dass man selber gar nicht mehr lenken muss? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich finde das Fahrrad als Hybrid, dass ich selber viel Kontrolle habe und viel tun kann und mir trotzdem unauffällig geholfen wird, also das, was wir beim Pedelec sehen, finde ich nach wie vor eigentlich den Trumpf des Fahrrades. Und wir sehen ja schon, wie schwer wir uns beim Auto tun, die technischen Möglichkeiten auszunutzen und anzunehmen und zu akzeptieren. Ich glaube, Fahrräder, die nicht mehr selbst lenken, sondern die automatisch steuern, das ist nochmal ein größerer Schritt, sehe ich erstmal nicht so, genauso wie ich auch nicht sehe, dass das Pedelec das Fahrrad komplett, das analoge Fahrrad ohne Motor komplett ersetzt. Das wird es nicht geben, aber es wird einen immer wichtigen Stellenwert haben. Letzte Frage noch. Sie haben vorher so gut erklärt, wenn man Steuergeräte hat, Computer am Fahrrad und alles Mögliche, ist das nicht eigentlich eine Gefahrenstelle? Nein, das ist wie mit dem Brotmesser, das auf dem Küchentisch liegt. Der eine nutzt es, um den anderen abzustechen und der andere schneidet das Brot für die Armen. Natürlich hat Technik immer zwei Seiten und man muss individuell muss man für sich entscheiden, was finde ich gut und was finde ich schlecht und es muss ein gesellschaftlicher Diskurs stattfinden. Also ich sehe das bei meinen Kindern, wie spielerisch die eigentlich überall Digitales in ihr Leben integrieren und wie ich mich bei manchen Sachen schwer tue und bei anderen Sachen es total super finde. Insofern muss sowas einfach ausprobiert und ausbalanciert werden und das ist einfach eine Kulturtechnik und ein Kulturkampf an einer bestimmten Stelle, der jetzt einfach stattfindet.